Ja, dann darf ich uns auch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen zum Gottesdienst im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der da war und der da ist und der da kommt. Wir beten noch zu Beginn, ja? Wer kann, gerne aufstehen, ja? Ich finde, das ist eine gute Geste dem Herrn gegenüber. Dankeschön. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen unter deinem Wort. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die du uns schenkst, dass wir im Glauben verbunden sind, dass wir, obwohl wir uns noch nicht lange kennen, so vertraut sind miteinander. Und dass wir im Glauben den gleichen Weg gehen, dass niemand alleine sein muss, dass wir wissen dürfen, dass wir an deiner Hand gehen, dass du uns vorausgehst, dass du kommst, dass du dein Reich aufrichtest, dass du uns zu dir holst und dass für uns alles gut geworden ist auf Golgatha und alles bereit ist, Herr, dass es offenbar wird. Danke für die gute Botschaft, die du uns gibst, auch an die Welt, für dein Evangelium, für die frohe Botschaft. Segne uns heute Morgen auch, dass wir dein Wort hören, verstehen, glauben und danach auch tun und leben. Danke dafür, dass du uns zugesagt hast, dass du unter uns bist. Da, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, willst du unter ihnen sein. So bitten wir dich, sei du auch unter uns. Wir versammeln uns zu dir. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus. Amen. Amen. Dann nehmt gerne wieder Platz. Heute haben wir eigentlich ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt und was vielleicht jetzt nicht so, ich sag mal, so weit weg ist wie Prophetie, ja. Also prophetische Themen, die sind, ich sage immer, die erfüllen sich so oder so, ja. Und Paulus sagt auch mal, dass das nicht so unbedingt notwendig ist, das alles im Detail zu wissen, ja. Er sagt zwar den Thessalonichern, dass sie wachsam sein sollen, dass sie nüchtern sein sollen, aber er sagt, dass der, wenn der Herr kommt, dann werden auch die, die schlafen, mit entrückt, ja, also die, die vielleicht nicht jetzt alles wissen, wie weit wir jetzt in der Endzeit sind. Also Paulus relativiert das auch und das finde ich auch schön, weil, ich sag mal, die prophetischen Sachen sind für mich spannend, sind für mich ein Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass wir nicht irgendwelchen Geschichten folgen, sondern dass die Bibel inspiriert ist, dass Gott Dinge vorhersagt, die schon eingetreten sind und auch noch kommen, ja. Also man kann das am Wort Gottes sehen, man kann das greifen. Und demgegenüber gibt es aber Aussagen in der Bibel, die betreffen mein persönliches Glaubensleben, mein Gottesbild. Und so wie mein Gottesbild ist, so ist auch mein konkreter Glaube, den ich im Alltag so mitnehme. Ja? Manchmal ist es verführerisch, dass man halt so spricht, dass die Leute, die kommen, dass die was für einen Alltag haben. Ja? Und da so eine Balance zu finden, sage ich mal, eben nur zwischen Gottes Wort und dem, was auch Menschen prägt und prägen soll, auch aus der Bibel. Das ist, glaube ich, das, was die Pastoren leisten müssen in ihrer Berufung, sage ich mal. Ja? Beruf und Berufung sind ja eigentlich zwei verschiedene Dinge. Und heute geht es halt um dieses Thema, das Gesetz Christi oder das Gesetz des Geistes. Das ist etwas, da hört man heute kaum noch Predigten von. Ja? Das ist ganz selten eigentlich geworden. Bei den Reformatoren war das häufiger noch der Fall. Und ihr werdet das relativ schnell auch spüren, so die Differenz zu dem Begriff das Gesetz des Mose. Ja, und jetzt haben wir hier plötzlich das Gesetz Christi. Ja, hat denn Christus auch ein Gesetz gegeben? Darf er das überhaupt? Darf Christus am Gesetz des Mose etwas ändern? Ja gut, wir Christen heutzutage nach 2000 Jahren sagen, natürlich, er ist ja Gott. Ja. Aber ihr müsst euch vorstellen, damals die Pharisäer, wenn Jesus hergeht und sagt, ihr habt gehört, euch ist gesagt, ja, und ich aber sage euch, und er macht das Gesetz viel schärfer, dann haben die Pharisäer gesagt, du bist ein Zimmermann, du bist ein Wanderprediger und du willst das Gesetz des Mose ändern. Ihr habt gehört, euch ist gesagt, ich aber sage euch, das ist die Bergpredigt. Ja, das war damals ein totaler Skandal. Und für uns heute, für uns Christen ist jetzt die Frage, was gilt denn jetzt für uns? Gilt denn noch das Gesetz des Mose? In der Bibel steht ja auch, das Gesetz kann man überhaupt nicht halten. Aber was ist jetzt mit dem Gesetz Christi? Wo steht denn das überhaupt in der Bibel? Was ist denn ein Gesetz der Freiheit überhaupt? Gesetz ist nicht frei. Ja, das ist ein Widerspruch in sich. Und es gibt noch einen dritten Begriff, Gesetz des Geistes. Das ist das, was das Neue Testament uns zeigt. Und das ist etwas anderes als das Gesetz des Mose. Etwas anderes als das Gesetz vom Sinai. Dem schauen wir ein bisschen nach. Weil ich glaube, das ist für uns wichtig zu verstehen. Wir haben gestern schon einige Verse da gelesen aus dem Hebräerbrief. Wichtig zu verstehen, wo wir uns überhaupt befinden, was ich glauben darf, ja? Wie Gott mich sieht in Christus, ja? Hebräer 7, Vers 12 steht, denn wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Und zwar das Gesetz vom Sinai, das wird verändert.
Das war natürlich Ketzerei. Ja, müsst euch überlegen, das in der jüdischen Welt damals zu schreiben. Das Gesetz muss verändert werden. Das Priestertum hat sich geändert. Also, ich bitte Sie, haben die Pharisäer gesagt und die Schriftgelehrten. Hier ist Jerusalem, hier ist der Tempel, hier wird geopfert. Der Tempel steht, ihr könnt ja schauen hier. Ihr könnt doch nicht einfach behaupten, ihr Apostel, dass das Priestertum geändert worden wäre. Und bitteschön, in welches soll es denn geändert werden? Da steht in unserem Tanach nichts von, ja? Das war natürlich absolute Ketzerei, sowas zu behaupten, dass das Priestertum geändert ist. Ihr wisst das, ja? Vom aaronitisch-levitischen Priestertum ist das Priestertum geändert worden in das Priestertum Jesu Christi. Das war heute Morgen, glaube ich, in der Bibel lese, ja? Psalm 110. Ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Haben wir gestern auch kurz von gesprochen, ja? Das heißt, Christus ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Und dieser Melchisedek war im Alten Testament jemand, der plötzlich auftaucht. Abraham trifft den, nachdem er gegen die Könige von Sodom gekämpft hat. Man weiß nicht, woher der kommt. Der war ein Priester von Salem. Da sind wir ja hier an der richtigen Stelle hier in Salem, ja. Und der taucht plötzlich auf im Alten Testament. Und der Abraham, der gibt ihm den Zehnten von der Beute. Und dann halten die Abendmahl. Das ist fast neutestamentlich, ja. Und dann erklärt auch der Psalm 110 und später der Hebräerbrief, dieser Melchisedek war ein Königpriester, ein Priester von Salem, ein Priester des Friedens. Christus ist ein friedenshoher Priester, ja. Und sogar Abraham, unser aller Erzvater, wurde ihm zinsbar, hat ihm Zins gegeben, er hat ihm den Zehnten gegeben. Und Melchisedek hat Abraham gesegnet. Aber jetzt die Frage, wo kommt der Melchisedek her? Wer war das denn? Dann sagt das Neue Testament, der war ohne Geschlechtsregister, ohne Anfang, ohne Ende. Und das ist ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus. Im Alten Testament. Das haben die Apostel verstanden. Und dann haben die gesagt, ja, das Priestertum ist von euch weggenommen worden. Und ist Christus gegeben worden. Er ist unser hoher Priester. Und zwar in Ewigkeit. Das heißt, es hat ein neues Priestertum angefangen. Ich sage das auch ein bisschen immer vor dem Hintergrund dessen, was ihr heute hört, dass viele natürlich auch wieder die israelischen oder die jüdischen Bräuche auch gerne machen, ja, dass man Matzen und Passafest mal nachfeiert, wie das früher gewesen ist, und Yom Kippur und sich mit israelischen Festen auseinandersetzt. Und ich finde es auch sehr schön, dass man das tut. Aber ich tue das immer, die Feste Israels sind immer Bilder auf die Heilsgeschichte Gottes, ja. Die haben keinen Zweck in sich selber, sondern die sind Bilder auf die Heilsgeschichte Gottes bis zum Schluss zum Laubhüttenfest und zum Posaunenfest, Offenbarung, ja. Bis zur Vollendung. Das ist der Reigen der Feste Israels. Was wir aber wissen müssen, ist, dass das aaronitisch-levitische Priestertum geendet hat. Warum? Weil ja Christus hoher Priester ist. Wie lange ist denn Jesus hoher Priester? Naja, ewig. Das ist ja ein ewiges Priestertum, das Priestertum Melchisedeks. Kommt dann das aaronitisch-levitische Priestertum nochmal? Nein. Das ist vollendet. Was alt und überjahrt ist, ist nahe bei seinem Ende, Hebräerbrief. Wird abgelöst durch das ewige Priestertum Jesu Christi. Das heißt, wir haben jetzt etwas Neues geschenkt bekommen und wir haben nicht mehr dieses Gesetz des Buchstabens, das Gesetz des alten Bundes, das Gesetz vom Sinai, sondern wir haben das Gesetz Christi, wir haben das Gesetz des Geistes, wir haben das Gesetz der Freiheit. Unser Gesetz ist kein Buchstabe. Unser Gesetz ist eine Person, Jesus. Als ich zum Glauben gekommen bin, hat mein Onkel zu mir gesagt, er sagt, da wo Jesus hingeht, da kannst du auch hingehen. Und wo Jesus nicht hingehen würde, da gehst du auch nicht hin. Habe ich mir, also, ich bin, weiß nicht wie lange, 35 Jahre lang, habe ich mir gut gemerkt, ja. Das ist das Gesetz des Geistes, ja. Oder im Galaterbrief sehen wir gleich, Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das haben wir schon gestern schon mal kurz gehört, ja. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Man liest das nur, dann liest man so schnell darüber weg. Aber man muss das im Zusammenhang damit sehen, dass ja Christus ein neues Gesetz eingeführt hat. Er ist Gesetzgeber. Er ist selber das Gesetz. Er ist ja das fleischgewordene Wort. Und er ist unser Gesetz. Warum? Weil wir in Christus sind. Weil wir in Christus glauben. Ja, die Bibel unterscheidet es. Glaube an Christus, Glaube in Christus, Glaube des Sohnes Gottes. Das ist ein Wachstum im Glauben.
Das kennt die Bibel im Neuen Testament, ja? Und das ist das, was im Hebräer 7, Vers 12 gesagt wird und was das Gesetz des Geistes ausmacht. Wir folgen also nicht mehr den alttestamentlichen Schattenbildern mit Opfern und Tempel und all den Dingen, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Das ist ein Unterschied. Warum ist das so? Weil wir durch Gottes Geist auch die Tiefen der Gottheit schauen. In aller Nüchternheit. Ja? Und das Geheimnis Gottes ist Christus. Das gab's im Alten Testament nicht. Im Alten Testament gab's keine Wiedergeburt. Es gab in dem Sinn eine Geistesgabe, die zeitweise auf die Propheten und Könige kam, aber dann wieder wegging. Wenn der Geist Gottes auf ihnen war, haben die geweissagt. Wenn der Geist Gottes wegging, haben die aufgehört zu weissagen. Im Neuen Testament wird ein Mensch wiedergeboren. Gottes Geist kommt in ihn in aller Nüchternheit und er wird von Neuem geboren. Und der Geist Gottes bleibt bei uns und lässt uns sein Wort verstehen. Und dann fängt man an, im Glauben sich selber mal zu verstehen. Das ist manchmal schwierig. Ja, man ist dann enttäuscht von sich. Und dann sagt man so, am Anfang seiner Bekehrung habe ich auch gedacht, ich bin doch jetzt Christ, wieso passiert mir dies und das? Wieso hänge ich denn da und dort noch immer noch fest? Dann wartet man 2 Tage, bittet man um Vergebung. Ja, weil man sagt, ja, das war ja schon vorgestern. Ja, der Mensch ist da tückisch. Fällt man wieder rein, zu schnell gesprochen, was mitgenommen, was mir nicht gehört. Mal eine Halbwahrheit gesagt, ja, Lügen nicht so direkt, aber ja. Und das fängt immer wieder einen ein. Und man merkt, und da ist etwas in mir, was dem Geist Gottes und was Gottes Wesen nicht entspricht. Und es ringt einen irgendwann zu Boden. Und irgendwann kommt man an einen Punkt und sagt, Herr, ich will ja dein Gesetz tun, aber ich schaffe das nicht, ich habe da keine Kraft für. Und in der Situation offenbart sich Jesus uns nochmal besonders. Und dann lernen wir uns kennen. Wir lernen unsere Gaben kennen, wir lernen auch unsere Schwachpunkte kennen. Und wenn wir anfangen, uns selber zu kennen und sehen, dass Jesus uns trotzdem lieb hat, trotzdem uns vergibt, trotzdem uns treu ist, dann fangen wir auch an, den anderen zu verstehen. Das heißt, wir sehen bei dem anderen auch die ein oder andere Macke, ja, die uns nicht gefällt und die ihm vielleicht auch nicht gefällt. Oder wir merken, oh, jetzt hat aber gerade ein Schnitzer gemacht. Und dann sage ich, ja, genau, das habe ich auch, das ist mir auch schon passiert. Da muss man jetzt nicht nachtreten, ja. Das heißt, man versteht den anderen. Und wir werden dadurch, dass wir uns selber vor Gott erkennen und sagen, Gott hat ja mir vergeben, dann wird er ihm auch vergeben. Das heißt also, ich bekomme eine gewisse Liebe für meinen Nächsten. Und zwar so, wie mein Verhältnis zu Gott ist. Ja? Wem viel vergeben ist, na, der liebt auch viel. Ja? Und das heißt also, wenn wir durch diese Schule hindurchgehen, das ist nichts Ungewöhnliches, dass man im Glauben mal verzagt und sagt, Herr, ich wäre gern besser, ich würde gern mehr beten, ich würde gern mehr Bibel lesen, ich würde gern mehr evangelisieren, ich würde gern mehr von allem tun. Das ist natürlich eine Sache, die einen auch treibt, ja? Und das ist nichts Ungewöhnliches, dass man darunter verzagt. Weil wir sehen, der Reichtum liegt in Christus. Und das ist ein Kampf, der in uns passiert. Und das ist ein Kampf, wo ich sage, das ist nicht ein Kampf, der uns zeigen würde, dass wir nicht Christen wären, sondern diese Auseinandersetzung zeigt uns ja das, was Neues angefangen hat in uns. Etwas, was das Fleisch bremst. Ja, der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Und durch diese Auseinandersetzung gehen wir durch. Ja. Und das ist etwas, was es im Alten Testament in dem Sinne nicht gab. Im Alten Testament gab es den Gottesmenschen. Ja, der war Gott ergeben. Entweder gehörte der zum Volk Israel oder war ein Fremdling, einer, der sich dem Volk Israel zugehörig gefühlt hat und der dann auch unter dem Gesetz des Sinai gewesen ist. Und das Gesetz des Sinai galt übrigens nicht nur für Israel, sehen wir gleich noch. Und diese Menschen waren gottgläubig. Gottgläubige Menschen, die glaubten an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, und haben das Gesetz getan, ohne zu wissen, dass sie durchs Tun des Gesetzes vielfach Christus darstellen. Dass sie, wenn sie die Opfer bringen, vielfach das Opfer auf Golgatha vorherschatten, das wussten die im Alten Testament noch nicht. Ja? Das heißt, die haben ein Lamm geopfert und haben noch nicht gewusst, dass das wahre Lamm ja auf Golgatha kommt. Und das hat Israel über Jahrhunderte hinweg getan, ohne die tiefere Bedeutung zu verstehen. Das sind alttestamentliche Schattenbilder, in denen Israel lebte, unterm Gesetz. Ja, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan, unter das Gesetz des Mose, Jesus.
Und der stirbt am Kreuz und der ist das Lamm Gottes, sagt der Johannes. Seht das Lamm Gottes, welches zur Welt Sünde trägt. Und da hätte Israel verstehen sollen, das haben wir jahrhundertelang gemacht. Das haben wir jahrhundertelang ausgeübt. Die haben wir gestern im Film kurz gesehen, ja? Wir haben jahrhundertelang zum Passafest ein Lamm geopfert. Und jetzt verstehen wir, am echten Passa ist Christus geopfert. Er ist das Lamm für unsere Sünden. Er ist schuldlos. Er hat unsere Sünden getragen. Und das wäre der Glaubensweg gewesen, den eigentlich Gott für Israel vorhatte. Und zwar zuerst für Israel und dann auch für die Heiden, sagt Paulus. Ja? Zuerst für die Juden und dann auch für die Griechen. Wir in Europa, wir kommen übrigens anders zum Glauben. Die Juden kommen zum Glauben, weil sie plötzlich verstehen, dass ihr altes Testament in Christus wahr geworden ist. Die kommen aus Glauben in Glauben. Wir in Europa kommen anders zum Glauben. Wir kommen zum Glauben, weil wir eine Sinnkrise haben im Leben. Weil wir eine Lebenskrise haben. Weil wir uns fragen, wie geht mein Leben überhaupt weiter? Wo gehe ich überhaupt hin? Ja, wo bleibe ich überhaupt? Ja, das ist eher so die westeuropäisch etwas dem griechischen Denken nähere Art und Weise, wie wir zum Glauben kommen. Und wir fragen uns dann, was ist denn mit, wo ist Sinn in meinem Leben? Dann kommen wir irgendwann zur Schuldfrage. Dann fangen wir an, die Bibel überhaupt mal zu lesen, weil viele von uns kennen ja die, oder von uns Europäern, kennen die Bibel überhaupt gar nicht mehr. Ja, so ging es mir zum Beispiel. Ich habe dann irgendwann mal nach dem König David gesucht. Ich habe gedacht, lies mal was vom König David. Dann bin ich zum Daniel gekommen, ja. Ach du lieber Herr, denke ich, Tiere mit 10 Hörnern und 7 Köpfen, wo gibt's denn sowas? Ja, ich war total irritiert da, ja. Wir Europäer kommen anders zum Glauben. Wir kommen eigentlich zum Glauben, indem eine Lebenskrise uns irgendwo anfasst. Einverstanden, letzten Endes wirkt Gottes Geist da an uns. Und der fasst hier und dort an, ja. Aber die Israelis kennen eigentlich schon, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, ja. Aber im Judentum, in Israel sind es dann doch viele Leute, die einfach die Schriften auch kannten, zumindest als das Evangelium kam und heute auch, ja. Und die dann plötzlich, denen plötzlich die Augen aufgehen, die lesen Jesaja 53 und sagen, das ist doch Jesus. Und kommen dann zum Glauben. Und bei uns ist so, wir kommen zum Glauben, lesen erstmal das Neue Testament, Johannesevangelium. Dann kämpft man sich so durch das Neue Testament. Ab und zu macht man ein paar Ausflüge ins Alte Testament, ja. Aber bei uns ist es fast umgekehrt, wie wir zum Glauben kommen. Aber wie wir zum Glauben kommen, spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache das. Also ich habe mich bekehrt, weil ich keinen Sinn in meinem Leben hatte. Ich habe nachher gesehen, dass Jesus nicht gestorben ist für den Sinn im Leben, sondern für meine Schuld. Aber warum und wie jemand zum Glauben kommt, ist Gott ganz egal. Ja, Hauptsache er fängt an. Hauptsache er kommt zu Jesus. Hauptsache, fängt mal irgendwo an, die Bibel zu lesen, mal zu beten, Gott zu fragen und ehrlich mit Gott umzugehen. Das ist der Anfang des Glaubens. Und Gott hört das. Und warum ein Mensch sich bekehrt, ist Gott gleich. Hauptsache, er kehrt um. Also ist es mir auch gleich und euch ja auch, ja? Warum ein Mensch anfängt, nach Jesus zu fragen, ist gar keine Rolle. Hauptsache, er tut's. Hauptsache, er findet dann dahin. Und da ist das Wort Gottes natürlich immer Hilfestellung. Okay. Also, die Juden kommen eigentlich aus dem Gesetz vom Sinai. Aus dem Alten Testament zu Jesus, dass der Sinai auf diesem Sinai-Berg da in der Nähe oder irgendwo dort in der, ja, ich glaube, ich habe sogar ein Bild, da soll das Gesetz gegeben worden sein. Hier vorne hat dann Israel gelagert und das waren die Berge, auf die Mose hochgestiegen ist und dann das Gesetz am Sinai bekommen hat. Das ist das Katharinenkloster am Fuß vom Sinai, ja. Das sind so die archaischen Bilder, die man da so im Kopf hat. Hier hat Tischendorf auch Bibeltexte noch gefunden. Die Mönche wollten da ein Feuerchen anzünden mit. Er hat jahrelang nach den alten Bibeltexten gesucht und da hat dann diesen Textus Sinaiticus gefunden hier im Kloster. Ja. Und die Mönche haben gedacht, na gut, das ist altes Papyrus, da machen wir Feuer mit. Und die haben so einen großen Korb gehabt und haben das dann angezündet und dann Feuerchen damit gemacht. Und Tischendorf sagt, um Himmels Willen, was verbrennt ihr denn da? Ja. Und dann hat er geguckt und da waren das alte Bibeltexte und hat ihn dann da mehr oder weniger gerettet. Ja. Gott hat sein Gesetz dann gegeben und dann ist Israel durch die Wüste während der Wüstenwanderung gewesen und hat dann dieses Zeltheiligtum dabei gehabt. Da haben wir gestern auch schon uns das angeschaut. Da stand auch die Bundeslade drin. Und dann später hat dann Salomo einen Tempel gebaut. Der wurde dann zerstört. Und später hat dann, als Israel aus der Gefangenschaft zurückkam, hat der zweite Tempel unter Zerubabel, ja. Und den hat Herodes dann ausgebaut. Und der ist dann zerstört werden von den Römern. Der Punkt ist jetzt der, jetzt gab es ja keinen Tempel mehr. Was macht denn jetzt das Judentum? Das Judentum muss sich eigentlich neu erfinden.
Das Judentum muss sich so erfinden, dass sie irgendwie ohne Tempel klarkommen. Und die sagen heute, ja gut, die Synagogen sind für uns der Tempel. Unsere Gebete sind der Tempel. Ja, sie brauchten ja einen Ersatz für den Tempel. Und da hat sich das pharisäische Judentum dann entwickelt raus. Ja? Aber die Apostel haben gesagt, wir haben, ja, das Wichtigste von allen ist, wir haben einen Hohenpriester, Jesus, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Wir haben einen Hohenpriester, wir haben auch ein wahres Heiligtum, das vom Herrn selbst und nicht von Menschen errichtet worden ist. Wir haben einen Tempel, der sind wir selber, aus Gottes Gnade. Da haben wir gestern auch kurz gesprochen, ja? Wir haben ein Heiligtum, wir haben einen Tempel, wir haben einen hohen Priester, wir haben ein Opfer, wir haben Vergebung für die Sünden, wir haben eine ewige Hoffnung. Wir haben die Hoffnung, dass Christus wiederkommt und zu uns kommt und uns zu sich nimmt und dass wir auf Ewigkeit bei ihm sein werden. Das ist die Hoffnung, die war im Alten Testament nicht so. Wenn ihr heute zu Rabbinern geht, deren Hoffnung ist das Millennium. Ja, das messianische Zeitalter, in das sie berufen sind. Ja, teilzuhaben am Zyklus, das ist eine irdische Hoffnung, die Rabbiner haben. Fast wie bei den Zeugen Jehovas, ja. Das ist alles irdisch. Ja, die sagen, da sind nur 144.000 in den Himmel gekommen. Das stimmt nicht. Wer immer zu Jesus gehört, der wird auferweckt werden und wird mit entrückt werden und wird bei ihm sein im Himmel. Das ist die Hoffnung. Das findet man im Judentum so nicht. Die haben eine irdische Hoffnung eigentlich. Und eigentlich können die ihre Hoffnung überhaupt nicht wirklich artikulieren. Die sagen, irgendwann kommt der Messias und wird sein Reich aufrichten und da werden wir dann irgendwie bei sein. Ja, das ist nicht klar formuliert. Bei uns ist es schon so formuliert, dass Christus wiederkommt und dass die Gemeinde entrückt wird und bei ihm sein wird alle Zeit. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Das kennt das Judentum nicht. Ja? Das heißt also hier sieht man, die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Hier unten ist da der siebenarmige Leuchter, den die Römer dann gestohlen haben. Den haben sie hier in den Titusbogen eingebaut. Da oben rechts könnt ihr ihn sehen. Ja, kann man heute noch, wenn man nach Rom fährt, kann man doch den siebenarmigen Leuchter sehen, den die Römer dort in den Titusbogen eingraviert oder eingemeißelt haben. Fast 2000 Jahre alt, ja, dieses Gebäude steht immer noch. Aber wir haben einen hohen Priester. Wir haben ein Passahlamm. Wir haben Reinigung von unseren Sünden, wir haben einen Tempel. Ja? Den hohen Priester, der steht in Hebräer 8, Vers 1. Das Wichtigste von dem aber ist, wir haben einen hohen Priester. Ja? Das Passahlamm, 1. Korinther 5. Darum fegt den alten Sauerteig aus, auf dass ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn wir haben auch ein Osterlamm. Wir haben das, was Israel nicht mehr hatte, haben wir. Ja? In Hebräer 1, Vers 3, Christus hat gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Wenn Gott meine Sünden tilgt, dann kann ich sicher sein, dass sie weg sind. Er ist ja Richter über meine Sünden, aber wenn er sie auch in Christus tilgt, dann hat ja der Richter die Sünde getragen. Das ist Heilsgewissheit, ja? Dann hat der Richter meine Sünde weggenommen, dann bin ich frei, weil ich in Christus bin. Und der Tempel, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Das war ja gestern auch Thema. Und der Geist Gottes in euch wohnt. Also wir haben alles das, was Israel nicht hat. Was wir heute sehen, ist, dass, das ist in Amerika mehr als in Europa, dass die Rabbiner sehr offensiv sind, das Judentum gegen das Christentum zu verteidigen. Und die kennen das Neue Testament sehr, sehr gut, zum Teil auswendig. Die sind da studiert drin, als wenn ein Christ den Talmud studiert, ja. So studieren die das Neue Testament und zeigen, wo das Neue Testament überall falsch ist. Wo Jesus falsch gewesen ist, wo Paulus gefehlt hat, wo Zitierfehler sind im Neuen Testament. Und das ist manchmal sehr schwierig, weil da muss man sich richtig gut auskennen, um zu wissen, dass die dann nur zum Teil nur die halbe Wahrheit sagen. Ja? Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber das ist in Amerika sehr stark, dass das Judentum sich sehr stark gegen das Christentum etabliert. Ja? Wo das Priestertum verändert wird, das ist jetzt der Gedanke, der mir sehr wichtig ist. Das Priestertum ist verändert worden. Dann muss auch das Gesetz verändert werden. Wo kam das Gesetz? Am Sinai. Gott hat es Mose gegeben. Für wen galt das Gesetz? Genau, ja, für Israel und für die Nationen. Das ist eine erstaunliche Sache.
2. Mose 12 steht, einerlei Gesetz sei dem Einheimischen und dem Fremdling, der unter euch wohnt. Also wenn sich jetzt jemand, der nicht vom Volk Israel gewesen ist, wenn der sich jetzt zum Volk Israel dazugesellte, dann sollte der auch unter Gesetz sein. Das Gesetz war gut. Die Völker haben damals ganz grauselig gelebt miteinander. Ungerecht und schmuddeliges Zeugs gemacht. Und Gott wollte das nicht und wollte, dass sein Volk Israel ein ordentliches, ein sauberes, ein heiliges Volk ist. Und dafür hat er sein Gesetz gegeben. Ja? Und das Gesetz gilt nach 2. Mose 12 für den Einheimischen und für den Fremdling. Paulus geht im Römerbrief noch weiter und sagt, das Gesetz gilt für alle Welt, auf dass alle Welt Gott schuldig sei. Und alle Welt wird nach dem Gesetz vom Sinai abgeurteilt werden. Durch wen? Durch Christus, der Richter der Welt ist. Wann? Nach dem tausendjährigen Reich, wenn Matthäi am letzten ist. Wenn alle Welt auferstehen wird und vor Gott stehen wird, wird Christus die Welt nach diesem Gesetz vom Sinai richten. Paulus sagt, die ganze Welt steht unter diesem Gesetz und ist Gott schuldig. Auch wir. Ja? Auch unser alter Leib wird sterben und wird zur Erde werden. Warum? Weil unser alter Leib dieses Gesetz vom Sinai übertreten hat. Ja, wir sterben nicht am Krebs, sondern an der Gesetzesübertretung. Aber der neue Mensch in uns, der ist nicht unter Gesetz. Das sagt ja Paulus, wir sind nicht unter Gesetz, ja, sondern wir sind frei in Christus. Dann meint er den neuen Menschen, der neue Mensch, der in uns gezeugt ist. Das heißt, unser alter Mensch, der geht dahin, der wird wieder zur Erde, von wo er auch genommen ist. Ja, wir werden beerdigt und dann wird der Leib wird verwesen und wird zur Erde werden. Aber der neue Mensch in Christus, der wird auferstehen. Warum? Weil der ja nach Gott geschaffen ist, oder? Das heißt, der neue Mensch ist ja 100% nach Gottes Wesen und Bild. Dann ist der neue Mensch auch nicht unter Gesetz. Warum? Naja, weil das Gesetz den neuen Menschen nicht erreicht. Weil der neue Mensch, unser Bürgerrecht, sagt Paulus, ist im Himmel. Das Gesetz gilt aber nur auf Erden. Wenn das Gesetz den neuen Menschen erreichen würde, würde das Gesetz sagen, tja, da habe ich nichts dran auszusetzen. Warum? Weil dieser neue Mensch ja nach Christus, nach Gott geschaffen ist. Das heißt, das Gesetz findet keinen Makel an diesem neuen Menschen. Und das ist Heilsgewissheit für uns. Und wir stehen jetzt praktisch zwischen diesen beiden Polen. Wir empfinden uns oft als dieser alte Mensch, ja, der alte Mensch, der ist wetterwendig, dem geht's mal gut, dem geht's mal schlecht. Mal macht er genug stille Zeit, mal hat er evangelisiert, mal hat er gut gepredigt, ja, dann fühlt er sich gut. Und mal ist er ganz verzagt, dann ist er niedergeschlagen, das ist ihm alles zu viel, ja. Und dieser alte Mensch, das geht hin und her. Der ist seelisch, das ist Psyche. Psyche, seelisch, das ist wetterwendig, das ist mal hin, mal her. Ja? Und so empfinden wir uns. Und in diese Situation hinein ruft Gottes Wort uns etwas zu, was wir natürlicherweise nicht kennen. Dass Gott sagt, du bist geliebt von Gott. Das empfinden wir nicht. Das Wort Gottes ruft euch in der Predigt zu und sagt, Gott ist für deine Sünden gestorben und deine Sünde ist weg und du bist gerecht vor Gott und passend für Gott und angenehm für Gott, weil Christus für dich gestorben ist. Das ist etwas, was nur das Evangelium kann, was nur das Wort Gottes kann. Warum? Weil wir das nicht empfinden, natürlicherweise. Das entzieht sich unseren fünf Sinnen. Das ist ja auch unglaublich. Das ruft Gott in unsere psychische Malaise hinein. Und dieses Wort Gottes, das ist wahr. Und das ist die Hoffnung, die das Wort Gottes uns zuspricht. Und da verstehen wir, da gibt der Geist Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Da kommt das Wort Gottes aus der Schrift von Gott zu uns und wird uns zugesprochen. Ihr Lieben, das ist unglaublich, dass Gott für die Sünden derer stirbt, die an ihn glauben. Das gibt's in keiner Religion, oder? In jeder Religion muss der Mensch was tun, der muss opfern oder Räucherkerzen anzünden oder entsagen oder 7 Schritte der Erkenntnis gehen oder irgendwas muss der Mensch tun, um zu einem statischen Gott, der in einem irgendwelchen Nirvana ist, hinzugelangen. Und im Evangelium wird Gott Mensch und kommt zu uns. Das würde ja heißen, wir sind statisch und Gott ist dynamisch. Natürlich.
Wir sind gefangen in der Sünde und Gott lebt. Merkt ihr, wie tot die Religionen der Welt sind? Die haben ein totes Gottesbild. Die glauben, der Mensch wäre kräftig genug, sich seinem Gott zu nähern, der irgendwo sitzt, ich wollte jetzt sagen hockt, ja, der irgendwo ist in irgendeinem Nirvana und der Mensch muss sich hinaufarbeiten zu ihm. Alle Religionen sind so, alle. Warum? Weil das natürliches Denken ist, kreatürliches Denken. Und das Evangelium ist ganz anders. Gott kommt zu uns. Ja? Und so geschieht das Wort Gottes auch zu uns in der Predigt, dass wir von etwas Nachricht haben, was wir nicht sehen, was wir nicht fühlen, was wir nicht schmecken, was wir uns in den kühnsten Träumen nicht hätten ausdenken können, dass Gott zu uns kommt. Mehr noch, dass Gott für unsere Schuld bezahlt. Mehr noch, dass der ewige Gott stirbt. Mehr noch, was soll man noch sagen, dass wir teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das sprengt alle Dimensionen. Paulus sagt, das Leiden dieser Jetztzeit ist nicht wert der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll, an der Gemeinde Jesu. Teilhaftig werden der göttlichen Natur. Ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch ist nicht unter Gesetz. Unter welchem, nicht unter Gesetz ist Mose. Unter welchem Gesetz ist er denn? Ja, unter dem Gesetz Christi. Unter dem Gesetz des Geistes. Unter dem Gesetz der Freiheit. Ja, aber Gesetz ist doch gar nicht frei. Nee, aber der neue Mensch empfindet das nicht so. Den zieht's ja dahin. Aber der Alte, der hält halt auf. Ja, der Alte hängt immer noch. Der Alte will sein Recht noch haben. Und ihr kennt das alles. Ich will da nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ihr kennt das, ja. Der alte Mensch hat noch sein Ego, der hat noch seinen Stolz, der hat noch seine Scham, der hat noch seine Lieblingsthemen. Ja, und ihr kennt das. Das ist das, was den alten Menschen ausmacht. Der alte Mensch will auch fromm sein. Ja, natürlich. Ja, sicher sind wir alle fromm. Wir kommen alle in den Himmel, heißt er in Köln, ja? Der alte Mensch hat auch seine Religiosität, aber er ist nur religiös. Der neue Mensch hat aber Sehnsucht. Der neue Mensch hat Heimweh, ja? Das ist was ganz anderes, eine ganz andere Dimension. Der neue Mensch ist gezeugt aus dem Wort Gottes. Der neue Mensch ist das Wort Gottes. Das ist ihm Nahrung, das ist ihm Labsal, ja? Das Wort Gottes muss ihm gepredigt werden, weil er davon sich ernährt, weil er glaubt ja so, wie gepredigt wird. Denn der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Sonst ist es keine Predigt. Sonst ist es ein Vortrag vielleicht, ja, ein Referat, aber keine Predigt. Die Predigt kommt immer aus dem Wort Gottes, ja. Okay, also für welche Priesterordnung galt das Gesetz? Vom Sinai für Aaron und Levi. Ja, das war alttestamentlich vom Sinai. Wer ist unser hoher Priester? Jesus Christus. Nach welcher Ordnung? Nach der Ordnung Melchisedeks und nicht nach Aaron, nicht nach Levi. Wir haben gestern gesagt, Jesus durfte zwar in den Vorhof des Tempels, aber nicht ins Heiligtum. Warum? Ja, weil er gar nicht aus der Priesterordnung war. Wo war er dann? Aus welchem Stamm? Aus David. Warum? Ja, weil er der König Israels ist. Ja? König, Priester. Das heißt also, Christus ist nach einer Priesterordnung, Priester, wo jeder Rabbiner heute den Kopf schütteln würde und sagen würde, wo steht denn das, wo hatten wir das her? Ja, sagen wir das 2. Mose, Psalm 110. Ach, das muss man anders verstehen. Ja? Nein, 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 das muss man so verstehen. Das ist ein Geheimnis, in das wir hineinschauen. Ja? Ist diese Priesterschaft ewig? Ja. Kommt dann die Priesterschaft von Aaron und Levi nochmal? Nein, die ist vorbei. Selbst im tausendjährigen Reich wird Christus Priester sein. Ja, hoher Priester. Und wisst ihr, wer dann Priesterschaft ist? Wir. Wenn wir aber Priester sind im tausendjährigen Reich, na dann kann die aaronitisch-levitische Priesterschaft nicht mehr sein. Ja? Dann müssen auch die Juden sich zu ihrem Messias bekehren. Und das werden die tun im tausendjährigen Reich. Warum? Weil sie ihn dann sehen, weil er dann da ist, weil er dann wiedergekommen ist. Ja? Er ist sichtbar dann da. Ja? Das heißt also, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du, Herr Jesus Christus, bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das ist das, was die Bibel, was Gott über seinen Sohn sagt. Und wisst ihr warum? Weil Jesus das verdient hat. Ja? Wann denn? Während seiner Erdenzeit. Weil er tadellos war. Ja? Weil er liebevoll war. Weil er war unter das Gesetz getan. Er hat das Gesetz vollständig gehalten. Und er war unschuldig, wie ein Lamm, rein, war stark, Mann, ein Mann, kräftig, ein König.
Ich sage das gern, wir haben das gestern ja schon mal gesagt, ja. Pilatus hat Angst gehabt vor Jesus. Der hat gezittert. Die Frau sagt zu ihm, hab du nichts mit dem zu schaffen, ich habe gestern schlecht geträumt, ja. Jesus steht vor ihm geschlagen, Dornenkrone auf, ja. Und der Hauptmann sagt, seht, was für ein Mann, was für ein Mensch, Ecce Homo, ja. Jesus hatte Würde, der war König, dem haben Tausende zugehört. Wenn der am See Genezareth gesprochen hat, 5000 Leute ohne Mikro. Wir sind ja jetzt, weiß nicht, 50, ja? Mit Mikro, mühsam, ja? Und Jesus ohne Mikro, könnt ihr euch vorstellen, wie sagt der Wilhelm Busch, da kann man schlecht subtile Dinge sagen. Hat er vom Zirkus Krone gepredigt, ja? Aus aller Herren Länder waren Menschen da, die konnten kaum Deutsch. Und er sagt, ich sollte da predigen. Was soll ich da predigen? Sagt er, das sind Menschen aus aller Herren Länder und die verstehen mich ja nicht. Da habe ich gedacht, ich sage immer Jesus. Weil Jesus ist international, das versteht jeder. Da habe ich laut reden müssen vor der großen Manege. Da kann man schlecht subtile Dinge sagen, sagt er mit seinem tiefen Bass. Ja, das war der Wilhelm Busch. Und so ist Jesus. Jesus ist ein König, ist ein Mann. Als Erdenmensch. Ja? Sicher war sein Leib nachher ausgezehrt, aber der war Zimmermann. Und ich sage immer, ich kann mir vorstellen, wie die Hände ausgesehen haben. Wenn man einen Hammer halten kann, sehen Hände anders aus als so. Ja? Wenn man nur Bleistifte hält, ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, das war eine Persönlichkeit. Der hatte eine Ausstrahlung. Und das haben die Zöllner, und Entschuldigung, die Huren, die haben das gemerkt. Die Pharisäer haben das nicht mehr gemerkt. Aber die Zöllner und die Huren, die hatten noch das Gespür dafür und sagen, das ist ein besonderer Mann. Ja, das ist. Und mit Jesus konnte man keine Männchen machen. Das sieht man bei Pilatus. Pilatus ist in Rom in der Gosse umgekommen. Der ist wahnsinnig geworden. Warum? Weil er wusste, wen er dort ausgeliefert hat. Der hat das psychisch nicht gepackt. Ja? Das ist Jesus. Und der auferstandene Jesus sowieso. Johannes fällt tot, wie tot fällt er zu seinen Füßen. Warum? Naja, wahrscheinlich, weil dem Johannes der Kreislauf versagt hat, als er den auferstandenen Christus sieht. Das macht das Herz nicht mit. Das ist Jesus, das ist Gott. Ja? Ich sage das gerne, weil wir uns da nicht schämen sollen, wenn wir vom Evangelium sagen, ja? Das, wir brauchen uns nicht zu schämen, wir sind in bester Gesellschaft. Ja. Gut, also dann ist die aaronitisch-levitische, komm ins Schwärmen, ich muss wieder zurück zum Text da. Dann ist die aaronitisch-levitische Priesterordnung für alle, die im Priestertum Christi sind, beendet. Ja, natürlich. Wir haben einen neuen hohen Priester, wir haben einen neuen Tempel, wir haben ein neues Opfer, wir haben einen neuen hohen Priester, wir haben einen neuen Menschen. Ja? Das heißt also, das Gesetz vom Sinai gilt für uns nicht mehr. Ich muss genauer sein, das Gesetz vom Sinai gilt nicht mehr für unsere neuen Menschen. Für den Alten schon noch, ja? Der Alte geht dahin. Aber der Neue, der bleibt und der wird auferweckt, ja? Jesus sagt, niemand fährt gen Himmel, der nicht zuvor von oben herabgekommen ist. Wem sagt er das? Nikodemus. Es gilt aber auch für euren neuen Menschen. Wir sind von oben herab gezeugt und nach oben gehört der Mensch wieder und da geht er auch wieder hin, ja? Das ist was Feines, ja? Okay, wo das Priestertum verändert wird, muss auch das Gesetz verändert werden. In welches Gesetz denn? In ein neues Gesetz, in das Gesetz des Geistes, in das Gesetz Christi, in das Gesetz der Freiheit. Denn das Gesetz des Geistes, ich habe hier oben dahin rechts oben hingeschrieben, dass ihr euch orientieren könnt. Hier ist das Gesetz des Geistes in Römer 8, Vers 2. Das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht, wovon? Von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Oh, Ketzerei. Welches Gesetz meint er denn hier mit Sünde und des Todes? Das Gesetz vom Sinai. Da haben die Rabbiner gesagt, Paulus, du redest wieder das Gesetz und wieder diese Städte. Ja, war sein Vorwurf, als Paulus nach Jerusalem kommt. Du redest wieder den Tempel, weil du sagst, der Tempel steht in Korinth. Ja, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Und du redest wieder das Gesetz, weil du sagst, wir brauchen das Gesetz nicht mehr zu halten. Und das Gesetz wäre das Gesetz der Sünde und des Todes. Warum ist das Gesetz vom Sinai ein Gesetz der Sünde und des Todes? Weil das Gesetz vom Sinai die Sünde zeigt, aber nicht hilft. Ja? Wenn man im Gesetz lebt, lebt man alleine, ohne Christus. Dann lebt man mit dem Gesetz vor Gott, muss das Gesetz halten. Und das Gesetz zeigt mir, dass ich Sünder bin. Und ich bin allein vor Gott. Und das Gesetz macht verzagt. Und diese Verzagtheit haben wir bei vielen Christen heute. Und ich will nicht mal sagen, dass die Verzagtheit schlecht ist. Weil das durch diese Verzagtheit muss man hindurchgehen, bevor man in die Gnade Christi findet. Weil ohne diese Verzagtheit unterm Gesetz können wir die Gnade Christi nicht wertschätzen. Aber wir dürfen irgendwann aus dieser Verzagtheit auch herausfinden, zu Christus, in das Gesetz der Freiheit. Ja?
Aber jemand, der zum Glauben kommt, der wird eine Zeit haben, in der er sich alleine fühlt vor Gott und nur mit den 10 Geboten oder nur mit einem neutestamentlichen Gesetz sich vor Gott wahrnimmt und sieht, er schafft das alles nicht. Er kann den Anspruch nicht erfüllen. Und das führt in Verzagtheit. Ja? Und wenn dann Gnade gibt, dann finden wir zu so einer zweiten Bekehrung. Dann bekehren wir uns von uns weg zu Jesus hin. Und dann öffnet uns Gott die Augen. Dann werden wir sehen für das Werk, was Christus getan hat. Das ist Jakob am Jabbok. Kennt ihr das? Der Jakob kommt ja zurück. 20 Jahre war der da unterwegs. Hat da sich eine große Herde da zusammengearbeitet, kommt zurück. Esau kommt ihm entgegen. Jakob hat Angst. Er bringt sein ganzes Eigentum über diesen Fluss Jabbok und bleibt auf der diesseitigen Seite vom Jabbok alleine. Und da kämpft ein Mann mit ihm die ganze Nacht. Und es ist dunkel. Und der Jakob ist irritiert. Wer ist das? Was will der von mir? Warum kämpft er mit mir? Wo kommt er her? Ja? Und er ist stark, der Jakob. Der kämpft die ganze Nacht. Aber der Engel rührt ihn an am Morgen. Ja? Er rührt ihn an der Hüfte an. Das ist da, wo geschworen wurde. Da ging es um Wahrheit. Ja? Und er zeigt dem Jakob, Jakob, du bist ein Lügner, du bist ein Betrüger. Das war der Schwachpunkt. Das heißt, der Engel rührt den Jakob an die Hüfte und der Jakob bricht zusammen und dann bittet er um Segen. Und dann segnet ihn der Engel und gibt ihm einen neuen Namen, Israel, Gott kämpft. Und dann geht dem Jakob die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte, sagt die Schrift. Ja? Das ist ein Bild auf Wiedergeburt. Wir hinken auch am alten Menschen. Ja, wir hinken so und sagen, okay, ja, hat der Jakob auch zu seinen Lämmlein gesagt, komm, ihr könnt nicht so schnell, ich kann auch nicht mehr so schnell, hat dem Jabbok, wir humpeln so zusammen Richtung Heimat. Ja, das ist Gemeinschaft. Aber der Jakob hatte Licht, dem geht die Sonne auf, der hinkt an seiner Hüfte, aber er hat Licht, das ist unsere Situation. Wir hinken an dem alten Menschen, aber wir haben das Licht des Geistes. Wir haben das Licht des Evangeliums und wir schauen in etwas, was kommen wird. Wir haben Hoffnung. Und wir hinken am alten Menschen. Und das Hinken am alten Menschen, das hält uns ein bisschen bescheiden, ein bisschen auf dem Boden, ein bisschen geerdet, ja? Dass wir immer wieder nach Golgatha müssen, immer wieder aus der Gnade Jesu leben. Und Jesus uns immer wieder daran erinnert, ich habe für dich. Vergiss das nicht, ja? Und wir sind frei gemacht vom Gesetz, weil wir gebunden sind an Jesus. Das ist die Rolle. Und uns geht's wie dem Jakob. Aber wir haben einen neuen Namen bekommen. Ja? Wie der Jakob auch. Warum? Weil wir einen neuen Menschen bekommen, eine neue Natur bekommen haben. Weil wir Gottes Natur in uns tragen dürfen, die uns sein Wort verstehen lässt. Versteht ihr? Das ist Neues Testament tief im Alten Testament. Das geht so ineinander. Aber wir machen nicht wie die Juden, die sagen, wir essen jetzt keine Hüfte mehr. Ja, die Juden essen ja keine Hüfte mehr. Bei mir in der alten Luther steht, die essen keine Spannader mehr. Ich weiß nicht, wie es in der Elberfelder steht. Weil die Juden das wieder nur leiblich, irdisch gesinnt verstanden haben. Ja, jetzt essen sie halt keine Hüfte. Gut, dann esse ich die halt. Ich mag das, ja. Aber die haben das nicht verstanden. Aber wir leben nicht in den alttestamentlichen Schattenbildern mehr. Wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Und wir verstehen, dass dort am Jabbok uns etwas beschrieben wird im Wort Gottes, was dem neuen Menschen zuteil werden wird, wenn Christus gekommen ist und gestorben und auferstanden. Und dann wird die ganze Bibel lebendig. Das lebt, das atmet. Da sind wir zu Hause. Und je älter wir werden im Glauben, desto mehr werden wir auch Feinschmecker. Wir mögen den feinen Geschmack des Römerbriefs, den feinen Geschmack im Galaterbrief, ja? Wir konsumieren nicht mehr alles. Wir kennen uns auch aus, wir sind zu Hause da. Als ob man im Haus kennt man so, wie die Dielen knarren und wenn man die Treppe raufgeht, das hört man, ja? Man weiß, ich bin, wie die Türen auf und zu gehen. Wenn ich zu meinem Elternhaus komme, das hört sich an wie vor 40, 50 Jahren da für mich, ja? Und so ist das, wenn wir die Bibel aufschlagen. Wir sind da daheim. Ich habe an manchen Bibelversen ein Datum hingeschrieben. Ja? Vielleicht habt ihr das auch. Ja? Wir werden heimisch damit. Und wenn die Zeit fertig ist, dann holt der Herr uns nach Hause. Und gehen wir einfach. Ja? Und wir gehen dahin, wo wir zu Hause sind. Wenn wir ankommen im Himmel, fühlen wir uns nicht fremd. Wir fühlen uns so, als ob wir lange nicht da gewesen sind, aber wir kommen nach Hause. Ja? Das ist was Wunderschönes. Für uns ist alles gut geworden. Ja? Okay, also es gibt das Gesetz des Geistes. Und das hat Paulus freigemacht, weil er in Christus ist. Und weil das Gesetz des Geistes ihn freigemacht hat von dem Gesetz des Sinai. Das war sein Problem in Römer 7. Er ist total verzagt am Gesetz. Er sagt, ich will mich nicht gelüsten lassen, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, was dem Gesetz des Geistes widerstreitet, was mich gefangen nimmt. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Er hinkt. Er hinkt. Und hier kriegt er Licht.
Hier kommt der neue Paulus. Hier sagt der Paulus, so ist noch nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, ja? Die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht, weil Wiedergeburt da ist, in Christus Jesus. Dieses Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht vom Gesetz vom Sinai. Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, aber keine Hilfe. Durch Christus kommt aber Hilfe. Das ist das Befreiende. Das ist das Evangelium, ja? Und deswegen darf es auch sein, dass mancher verzagt ist eine Zeit lang unter dem Gesetz, weil ihm dann die Hilfe Christi umso wertvoller und wichtiger wird. Das ist das Gesetz des Geistes, ja, kennt ihr eigentlich alle, aber man versteht es jetzt vielleicht in einem anderen Zusammenhang. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ach so, es gibt jetzt ein Gesetz Christi? Na ja, klar, er ist ja hoher Priester und er gibt auch sein Gesetz. Ja, aber warum erfülle ich denn Christi Gesetz, wenn ich des anderen Last trage? Naja, weil Christus hat ja unsere Last getragen. Und wir sollen tun, wie Christus tut. Also sollen wir auch die Last des Nächsten tragen. Wenn der ein Problem, eine Sorge, eine Not hat, sollen wir das mittragen. Dann sind wir in Christus. Ja? Das hat den Westen geprägt. Das hat unsere westliche Gesetzgebung geprägt. Ja? Das ruht auf diesen Dingen. Das war in der Reformation noch bekannt. Und da wird kaum drüber gepredigt heute. Die Frage ist ja jetzt die, wenn das gilt, das Gesetz Christi, was mache ich denn mit den 10 Geboten? Soll ich noch nach den 10 Geboten leben oder nicht? Du sollst den Sabbat, du sollst den Feiertag heiligen, ist eins der 10 Gebote. Naja, den Sonntag soll ich jetzt heiligen? Gibt es noch heilige Tage? Ist der Sabbat nicht in Christus schon gekommen für uns? Wir ruhen von den Gesetzen? Dann ist ja Christus unser Sabbat. Dann können wir das Gebot streichen. Dann nehmen wir die anderen Gebote, also da waren es nur noch 9, heißt es im Lied, ja? Und zum Schluss kommt man zu etwas ganz Erstaunlichem. Dass, wenn wir in Christus sind und wenn wir nach Christi Wesen und Art leben, dann erfüllen wir die 10 Gebote auch alle, allesamt, ohne dass wir das merken, ja? Wenn ich in Christus bin, werde ich nicht lügen, werde ich nicht stehlen, werde ich kein falsches Zeugnis reden, ich werde keine Ehe brechen, ich werde mich nicht gelüsten lassen und so weiter. Versteht ihr? Das ist alles, wenn ich Christus nachlebe, erfülle ich das Gesetz. Die andere Frage ist ja auch die, darf ich überhaupt die 10 Gebote aus dem Gesetzeskatalog rausnehmen? Müsste ich nicht eigentlich ganz das Gesetz halten? Paulus sagt ja im Galaterbrief, wer an einem das Gesetz übertreten hat, der ist es ganz schuldig geworden. Also alle 613 Gebote. Das heißt, wenn ich ein Gesetz übertrete, dann habe ich ja alle 612 anderen auch übertreten. Das heißt, das Gesetz ist ein monolithischer Block. Ich darf die 10 Gebote da nicht rausschneiden. Das darf ich nicht. Ich muss entweder ganz das Gesetz halten oder meine Hoffnung ganz auf die Gnade setzen. Es gibt keinen Zwischenweg. Ich muss entweder ganz das Gesetz halten und das geht nicht, oder ich muss ganz auf Christus hoffen, das geht. Das ist Evangelium. Ich muss ganz auf Christus hoffen. Das heißt, ich darf die 10 Gebote nicht da rausnehmen. Natürlich ist das Gesetz geistlich und gerecht und gut. Das sehen wir ja an den 10 Geboten. Die 10 Gebote entsprechen dem Wesen Christi, aber nicht umgekehrt. Ja? Das heißt, wenn wir Christus nachfolgen, wenn wir an Christus gebunden sind, dann erfüllen wir das Gesetz, ohne dass wir das merken. Im Himmel wird der Herr sagen, du hast ja Vater und Mutter geehrt. Dann sage ich, ja, wie, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, so wird das sein. Ja, und das ist das Gesetz der Freiheit. Das hat Paulus frei gemacht und das ist das Gesetz Christi. Ja, Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Kennt ihr das? Ja, das hat mir jemand zugerufen. Wir haben da schon mal gesprochen drüber in der Kirchengemeinde im Süddeutschen. Dann sagt er, ja, Moment. Aber Jesus sagt doch, wer mich liebt, hält meine Gebote. Dann muss ich doch die Gebote halten, da 10 Gebote. Nee, sage ich. Jesus sagt ja nicht, wer mich liebt, hält die Gebote des Mose. Sondern Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Das, wer mich liebt, hält das Gesetz Christi. Das Neue Testament ist voll vom Gesetz Christi. Wir nehmen das nur nicht richtig wahr, weil uns da niemand darauf hinweist. Ja? Das Gesetz im Christi, das ganze Neue Testament ist, das atmet das. Vielleicht sehen wir gleich noch Beispiele. Nur nehmen wir das oftmals nicht wahr, weil uns da niemand darauf hinweist. Wir sagen, ihr müsst die Gebote, 10 Gebote halten, dann kommt dieser israelisch-jüdische Impact, ja, der uns auch wieder Richtung Sinai bringt. Wir gehen nicht zum Sinai, wir sind bei Christus. Er ist unser Gesetz, das Gesetz Christi.
Und Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und meine Gebote sind nicht schwer. Ja, dann kann es nicht das Gesetz vom Sinai sein. Das war schwer. Ja? Meine Last ist leicht. Ja? Ja, Moment, Lasten sind aber, zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie nicht leicht sind. Sonst sind sie ja keine Last. Ja? Ist ja fast ein Widerspruch in sich selber. Und so gibt es auch diesen widersprüchlichen Begriff, das Gesetz der Freiheit, sagt Jakobus. Das Gesetz der Freiheit ist, hier kommt es ja schon direkt, das passt ja gut. Ja? Jakobus 2, Vers 12, schreibt er, glaube ich, zweimal von. Also redet und tut, als die da sollen durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Das ist ein Widerspruch in sich. Gesetz zwängt ja normal. Gesetz ist nicht frei. Wo Gesetz ist, ist keine Freiheit. Wo Freiheit ist, ist kein Gesetz. Ja? Und das ist der Punkt, den der Jakobus anspricht. In Christus sind wir in ein Gesetz der Freiheit gekommen. Wir sind frei vom Gesetz des Mose, weil wir Gebundene sind an Jesus. Er ist unser Gebot, er ist unser Gesetz, er ist aber auch unsere Wonne, oder? Dann ist das Gesetz doch nicht schwer zu halten. Was ist denn das Gesetz überhaupt? Was ist das Gesetz vom Sinai denn im Kern? Was ist das an sich? Das Gesetz ist ja Gottes Wille an die Menschen, jetzt speziell an Israel und auch an den Beisassen, ja? Das heißt, Gottes Wille und Gottes Wesen wird im Gesetz ausgedrückt. Wie ist denn Gottes Wesen? Was ist denn Gottes zentralste Eigenschaft in seinem Wesen? Liebe. Wenn das so ist, dann ist auch nur die Liebe des Gesetzes Erfüllung, oder? Dann kann nur Liebe des Gesetzes Erfüllung sein. Wenn Gott sein Wesen und seine Art ins Gesetz eingewoben hat, dann und das, sein Wesen ist reine Liebe, dann ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Steht das im Neuen Testament? Ja, natürlich. Ja? Denn wer liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Ach so, das ist ja eine schöne Ansicht, wie der Paulus da vom Gesetz redet, ja? Das heißt, wenn wir die Liebe Gottes in uns tragen, erfüllen wir auch das Gesetz. Gott will ja nicht mehr, als dass die Menschen sich untereinander lieben und Gott lieben. Das ist ja schon alles. Ja? Das ist das Verständnis, was wir haben dürfen, wenn wir das Neue Testament lesen. Und das ist ein neuer Weg. Das ist ein anderer Weg. Das ist etwas Feineres, ja? Das ist etwas für Feinschmecker. Was ist das neue Gesetz? Das ist das Gesetz des Geistes, das Gesetz Christi und das Gesetz der Freiheit in der Gebundenheit an Jesus. Wenn wir das anfangen, wenn wir das verstanden haben, mit dem Herzen, sage ich mal, verstanden haben, dann wollen wir da nie mehr weg. Ja? Das ist für uns zu Hause, das ist Labsal für uns, das ist Speise, das ist Trost für uns, das ist Heilsgewissheit, das ist Wonne, das ist Paradies für uns. Das heißt, wir schauen hier schon in etwas hinein, was Gott für uns gegeben hat. Das ist wunderschön. Ja? Und das ist die frohe Botschaft. Und da Menschen zuzurufen, wisst ihr, das ist so spröde, man geht dann auf die Straße, ihr macht das ja oft, dann sagt man, du musst dich zu Jesus bekehren. Und dann wissen die noch gar nicht, was das alles bedeutet. Und vielleicht sind wir hier an so einem Punkt, wo wir sehen, so ein bisschen der Himmel öffnet sich plötzlich, wir kriegen Licht. Ja? Gott redet ja ganz anders hier zu uns als zu Israel. Und das ist eine Hoffnung, etwas Neues, was uns ganz neu entgegenkommt. Ja? Noch ein Punkt, dann schließe ich ab. Das Gesetz muss trotzdem gepredigt werden. Ja? Warum? Naja, weil im Gottesdienst, da kommen ja auch schon mal Menschen, die sind keine Christen. Und dann muss gepredigt werden, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis sein, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann gehen die Leute nach Hause und ärgern sich. Du sollst nicht Ehe brechen, es geht dir überhaupt nichts an, wie ich lebe. Ja? Die ärgern sich, du sollst nicht stehlen, als ob ich schon mal gestohlen hätte. Ja? Ja gut, bei der Steuererklärung, aber das ist ja auch Volkssport, ja? Ich bitte euch. Ja? Und dass ich unverheiratet so lange zusammenlebe mit meinem Partner, machen doch alle. Dann fängt man an, sich zu entschuldigen. Aber sie haben das gehört, das Gebot. Und es bleibt in ihrem Kopf. Und ich bin einfach etwas frontal, ja? Jedes Mal, wenn Sie die Ehe brechen, erinnern Sie sich daran. Jedes Mal. Und das Gewissen wird immer schwerer, weil das Wort steckt in Ihnen. Und Sie gehen damit ins Bett und Sie stehen damit auf. Und immer wieder ist es da. Und das Gewissen wird immer schwerer, bis Sie an einen Punkt kommen, wo Sie sagen, ich kann nicht so weitermachen. Ich muss umkehren. Und dann fängt Glaube an. Und dann hat das Gesetz zu Christus getrieben, oder? Das Gesetz treibt zu Christus.
Das heißt, für die Juden war das Ziel ihrer Glaubensanstrengung, das Gesetz zu halten. Für uns ist das Ziel, Jesus Christus kennenzulernen. Ja? Im Judentum musst du das Gesetz tun, damit du gerecht wirst. Das Halten des Gesetzes ist das Ziel aller Anstrengungen im Judentum. Paulus nimmt das Gesetz anders. Paulus nimmt das Gesetz, um zu Christus zu scheuchen. Der scheucht die Leute nach Golgatha damit. Ja? Und das soll auch in der Predigt sein. Deswegen muss das Gesetz gepredigt werden, in dem Wissen, dass der in Christus ist, dem ist kein Gesetz gegeben, sondern den Hurern und Kinderschändern und Mördern und ja, und was Paulus da alles aufzählt. Der hört ja gar nicht auf, damit wir mal aufzählen. Wir verstehen das heute gut, weil wir in so schmuddeligen Zeiten leben. Ja? Die Bibel wird plötzlich ganz lebendig wieder. Ja? Aber dem Gerechten, der in Christus ist, dem ist kein Gesetz gegeben, nur Jesus. Da, wisst ihr, wie Christen sein sollen? Liebenswerte Menschen. Das ist schon alles. Ist das nicht herrlich? Warum? Weil Jesus so liebenswert ist. Ja? Das heißt, wir sind ja Botschafter an Christi Stadt. Naja, wenn der Herr uns als Botschafter schickt, dann sollten wir auch so sein wie der, der uns schickt. Ja? Das wollte ich euch so in dürren Worten mitgeben. Das ist so herrlich. Das ist Evangelium. Ja? Und wie gesagt, wenn man das geschmeckt hat, dann möchte man da nicht mehr weg. Und das wünsche ich euch von Herzen. Ja? Wir beten noch zum Abschluss. Ja? Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns so reich machst und dass du uns ein neues Gebot gibst in dir selber und dass du uns adelst und wert hältst, dass du uns von deinem Geist gibst, dass wir teilhaftig werden deiner Natur, dass wir Stück für Stück sehend werden für dich, für die Hoffnung, die in dir ist, für dein Wort, was dein Wort uns eigentlich zuruft. Und wir freuen uns darüber und danken dir und wir haben Heimweh und wir wollen dich sehen, so wie du bist. Danke für die Zeit zusammen, die du uns geschenkt hast. Danke für die Möglichkeit, dein Wort auch so zu hören und uns darüber auszutauschen. Wir legen das alles in deine gute Hand. Wir danken für das Zusammensein. Wir danken dafür, dass wir Hoffnung haben dürfen in einer so irrsinnigen Welt, wie wir sie heute sehen. Und wir danken dafür, dass du kommst. Du bist gestorben, du bist auferstanden. Für uns ist alles gut geworden auf Golgatha. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen. Amen. Amen.